In meinem Leben musste ich zwei Zerschlagungen dieser Welt mit ansehen. Mutter Mond, ich bete, dass ich keine dritte erlebe. Ich folge der Stimme von Elun. Ich spüre die Berührung eines Zauberers in diesem Kristall. Tyrande, einst war dein Vertrauen in mich so groß, dass du mich trotz Malfurions Bedenken aus meinem Gefängnis befreitest. Doch mit der Zeit ging dieses Vertrauen verloren. Und wie mein Bruder glaubtest auch du, dass mich mein Weg in die Dunkelheit führte. Wisse, dass mein Handeln nur einem diente: der Rettung unserer Welt. Dabei konnte ich keine Unentschlossenheit zulassen, keine Kompromisse. In Zeiten des Zweifels gab es für mich immer nur eine Konstante, nur einen Anker. Dich. Du hast schon immer das Beste in Azeroth verkörpert, Tyrande. Dein Glaube, deine Hingabe. In den dunkelsten Stunden wankte mein Vertrauen auf dich nie. Mein Schicksal und meine Pflicht sind mir nun klar. Ich überlasse den Schutz von Azeroth dir und meinem Bruder. Pass auf ihn auf, Tyrande. Auch wenn ich mir oft wünschte, dein Herz hätte anders entschieden. So war es am Ende doch die richtige Entscheidung. Reumütige Worte. Und doch muss ich mich fragen, ob er es wirklich ernst meint. Nach Illidans Niederlage im Schwarzen Tempel wollte ich alles hinter mir lassen. Das Misstrauen, die Verbitterung. Als ich erfuhr, dass er noch lebte und den Kampf gegen die Legion an der verheerten Küste anführte, brachte ich es nicht über mich, mit ihm zu reden. Die Zeit der Worte ist vorüber. Er muss nun seine Pflicht erfüllen. Genau wie wir. Brechen wir auf, Champion. Die Göttin ist mein Schild.